Hallöchen, da bin ich wieder. Seit circa 10:30 bin ich wieder zu Hause. Ich habe Unterlagen vergessen mitzunehmen. Normalerweise ist es ein Ausschlusskriterium. Aber ich habe die Chance, dass ich es nachreichen kann, wenn ich eine Runde weiter bin. Das erfahre ich heute Nachmittag schon. Gucken wir mal. Ob oder ob nicht. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So, jetzt bin ich hier. Daniel ist weg. Jetzt scheint die Sonne. Ja, super, ey. Die ganze Zeit pieselt es, die ganze Zeit, ja. Egal, ich wurde nicht wirklich nass. Ich habe mein Buch mitgenommen. Das erste Kapitel habe ich nicht mehr gelesen von Die Mörder von London. Bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Vom Schreibstil her schon mal schön. Da glaube ich, dass ich dann den ersten Mal auch haben möchte. Bin ich mir ziemlich sicher, weil, wie gesagt, liest sich gut. Genau. So, und jetzt puddel ich hier ein bisschen rum. Ich hoffe, dass ich noch Ruhe hier machen kann, weil ich musste gerade schon wieder rüber zu ihm. Gar nicht aufgehört. Oh. Ah, ich habe ihm ein Leckerlis gegeben ins Knabberbrett, damit er es auch mal nutzen kann. Das hat er noch nie wirklich genutzt, aber nur die Reste rausgepfischt. Und da habe ich jetzt ein paar Snacks reingemacht und die Balkontür aufgemacht. Und dann geht es nachher wieder rüber, aber erstmal will ich hier ein bisschen was machen. Und ich habe einen Schluck getrunken und ein Mini-Kühler gegessen. Das heißt, jetzt esse ich ein bisschen Kuchen. Ich wollte morgen nichts gegessen. Ich konnte nicht, das war zu früh. Nee, es ging nicht. Ja, die Anne hat auch erst da eine Banane gegessen. Oder überhaupt da eine Banane gegessen. Wahrscheinlich hat sie vorher auch nichts gefrühstückt, keine Ahnung. Ja. Schauen wir mal, wie es und wie wird. Genau, so, jetzt aber hier. Und Daniel hat vielleicht bald ein neues, naja, Lager, nichts, Lager will er behalten, aber ein, auch Ladengeschäft ist falsch. Er hat einen Tipp bekommen, dass da Gewerberäume zu vermieten sind. Und er hat gleich angerufen, wir haben noch nicht mal einen Preis. Jetzt müssen sie das mal einen Preis nennen. Wäre auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Auch gleich da um die Ecke bei ihm. Und ein bisschen größer, also doppelt so groß wie jetzt. Mit Toilette und allem drum und dran. Wäre ja auch mal schön. Und ihr könnt euch Waschmaschine reinstellen. Da muss man nicht immer die ganzen Klamotten herschleppen und waschen. Und dann würden hier nicht mehr die ganzen Kostüme rumhängen, wenn sie gewaschen sind. Wäre natürlich richtig gut. Und das andere würde er nur als Lagerraum benutzen dann noch. Das braucht er nur einen Preis. Gucken wir mal. Und ich hätte einen eigenen Eingang mit Briefkasten und allem drum und dran. Richtig klasse. Ja. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Auf jeden Fall ist er der Erste, der uns angerufen hat. Also von daher mal wieder. So wie am anderen Mal. Er war auch der Erste. Meine Mutter sagt, guck mal, da ist was. Ja. Ist schon lustig. Okay. Habe ich wieder angeschietet? Nee. Okay. Er ist gerade mit den Kartons umgekippt. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat. Er ist wieder reingesprungen und dann sind sie umgekippt. Dann mache ich mal auf Stopp, weil ich nicht Stopp drücken wollte. Er wollte schon wieder. Er macht schon ganz viel Mist. Was hast du jetzt schon wieder vor? Wollte er mich ins Herz wieder reinkrabbeln? Und hat er rumgekrasselt innen drin, habe ich ihn rausgeholt. Und hat mich immer noch hier, steht im Lager. Apropos Lager, andere Räumlichkeit. Knicken wir mal wieder. Viel zu teuer. In der Miete. Das schafft er eigentlich noch nicht. Ja. War ja nicht klar, ne? Naja. Gut, oh, ich habe irgendwie Nacken schon, muss ich irgendwie verrenkt haben schon wieder. Ich sag mal dazu nichts, ne? Ich sag dazu einfach mal nichts. Ja. Irgendwas bin ich jetzt hier. Ich warte, bis dann gekommen, dann gehe ich wieder rüber. Ja, ist ja auch schön, ich hätte ja alleine gewesen, ne? Da kann ich wieder kurz zu Diabo. Ist ja auch nicht mehr alleine. Und ich. Habe ich mein Buch wieder rausgenommen? Ja. Ich habe dann beschlossen, dass ich hier im Wohnzimmer wieder das Buch lese. Das ist sehr gut. Gefällt mir richtig gut. Bis jetzt. Also, ich bin beim zweiten Kapitel. Da kann ich mir nicht so viel sagen. Aber das schreibst du jetzt auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Und von daher ist es nur. Es grabbelt sich, glaube ich, schnell ab, weil es so stumpf ist. Ich überlege, ob ich eine Hülle drum mache oder so. Weil jetzt ist schon die Ecke da unten abgedusselt, was vorher nicht war. Ist halt sehr anfällig, dieses Packpapier. Ich sehe noch mal. Ja, aber gut. Aber ich brauche unbedingt die ersten Bände davon und die nächsten Bände. Also jetzt schon.
Ich habe noch nicht viel gelesen und ich finde es jetzt schon toll. Wie gesagt, sehr angenehmer Schreibstil, sehr angenehme Charaktere bisher. Ich habe schon ein paar kennengelernt und ja, bin ich gespannt, was da so alles passiert und worum es geht. Also worum es geht. Ja, ne? Band 7. Er ist schon wieder im Herz. Ich muss hoffentlich jetzt so hingehen, dass er nicht mehr reinkommt. Wenn er da drin rumkratzt, das dürfte dann nicht so gut sein. Das kann ich nicht so gut reparieren. Ja. Ist nicht einfach nur Schaumstoff oder so. Selbst wenn es Schaumstoff ist, was ist das jetzt schon wieder? Das würde ich der Kette sein. Ich guck mal lieber nach. Der hat so Knete im Kopf. Aber was sieht noch besser aus als Mäuschen im Schnabel, wenn du den Schwanz von der Maus im Schnabel hat? Und dann durch die Gegend rennt. Vor allem, eben trägt er sie durch die Gegend, ja. Er lief von da nach da. Und bot, 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 bot. Normalerweise hört man ihn ja nicht. Er ist. Schleppt einfach durch die Gegend. Er ist so leichtfüßig, also so wirklich Samtpfote. Aber mit der Maus bestimmt ist er gleich 10 Zentner schwer. Der ist so. Düt, 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 düt. Was ist denn jetzt los? Die Maus in die Küche geschleppt. Jetzt schleppt die einfach durch die Gegend. Nimm mal nochmal die Maus. Du fällst auf dieses Brett wieder. Ich sehe es jetzt schon kommen, ey. Er ist so schmerzbefreit, wirklich. Okay, er ist drüber gesprungen. Ah, dieser Kater, ehrlich. Und diese Mäuse. Schmeiß mich jedes Mal weg. Die Maus durch die Gegend. Die haben mit seinem Pudel und diesem Saugnapf schon die Herde. Ja, aber das ist die Krönung hier. Und bei der Saugnapf ist immer noch das Beste. Das ist immer aus dem Nuckel. Weil er immer an diesem Pfropfen, also diesem kleinen Dingelchen. Ab in den Karton. Festgehalten hatte. So Moment, witzig. komme ich gar nicht. Ach, ich habe völlig geschwollene Augenbraue, weil ich hier so einen blöden Pixel habe. Ja. Ich komme gar nicht zum Bloggen. Moment. Ich weiß auch nicht. Es passiert aber auch überhaupt nichts Spannendes, muss ich sagen. Ich warte noch auf den Anruf. Irgendwie kommt da nichts. Mal gucken, ob da was kommt oder nicht. Ne? Früher Nachmittag. Oder danach. Früher mit späten Nachmittag verwechselt. Ich weiß es nicht. Für mich ist es jetzt nicht mehr früher Nachmittag, 16 Uhr. Naja, mal gucken. Was wollte ich jetzt sagen? Achso, da ist mittlerweile auch schon längst jetzt zu Hause. Und fährt aber gleich wieder los, weil eigentlich sollten morgen Kostüme abgeholt werden. Die sind doch schon bezahlt und alles. Aber der Typ ist krank. Und er kann die nicht abholen. Aber es ist eine Agentur. Von daher, ja. Ja. Und jemand anders kann auch gerade nicht abholen, weil andere Veranstaltungen und so weiter. Schwierig. Also fährt, naja, wird Daniel gefahren, um die abzugeben. Genau. Das ist ja. Puh, hier ist was los. Genau. Und ich, was mache ich jetzt? Ich weiß nicht, ich bin irgendwie gerade so ein bisschen neben den Socken. Ganz weit neben den Socken. Mit Kaffee auf jeden Fall, ja, den habe ich schon. Aber ansonsten ist es irgendwie so ein Larifari-Tag. Ich weiß auch nicht, ich hätte es ja auch anders gedacht. Ich habe gerade einen Posti gemacht bei Instagram, weil Enrico ja heute 16 Jahre alt wird. Moment, ich muss ihn euch zeigen. Wenn ich mich spreche, muss ich ihn euch auch zeigen, oder? Enrico, wo bist du? Wo ist denn mein Enrico? Oh, ich kann euch noch anders zeigen. Moment. Enrico, 116. Nicht das Taschenbuch. So, Moment. Ich habe doch hier nochmal Enrico. Wo ist er denn? Hier. Enrico. Mein Mauspad, was ja fürs Büro gedacht ist. Weil hier brauche ich ja keinen. Ja, aber die Anthologie kam heute vor 16 Jahren raus, wo Enrico erschienen ist. Meine allererste Kurzgeschichte. Der Bestseller schlechthin. Ich glaube, das einzige Taschenbuch, was ich schon mal nachproduzieren musste. Ja, also da drucken lassen musste. Genau. Die bestverkaufte Buchbox
In jedem Jahr, seitdem sie rausgekommen ist, oder generell wird Heimlichkeiten immer gekauft, auf der Buchmesse und überhaupt. Und im Shop eher die Box. Und auf der Messe halt das Taschenbuch. Das ist total verrückt. Das ist echt der Heimlich. Als ich die Postkarten dazu machen lassen hatte, da gab es, glaube ich, das Taschenbuch noch nicht. Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, es gab nur das E-Book und die Postkarte. Ich glaube, auf der ersten Messe müsste eigentlich. Also auf der ersten Messe generell, glaube ich, noch nicht. Oder? Doch, ich glaube schon. Ich glaube, da war auch. Oder ist, nee, da waren die Leseproben. Ah, jetzt weiß ich, da waren die Leseproben gewesen. Und auch da, die Leseproben waren immer weg. Da musste ich dann nachproduzieren, genau. Am Abend musste ich da welche drucken. Und die Lesezeichen überhaupt. Also das, Enrico war immer der Star auf der Buch Berlin. Immer. Ja, alle lieben Enrico. Ich freue mich so. Vor allem, was halt die allererste Kurzgeschichte ist. Ist nochmal was komplett anderes, ne? Richtig besonders und so. Genau. Sollte ich vielleicht fürs Tagebuch auch noch festhalten? Nein. Abendliche Lese mit Kuschelstunde. Oder länger. Wahrscheinlich länger. Ach ja, ne? Ja. Köpfchen kraulen. Schnur, schnur. Ja. Und nebenbei lese ich wieder Holbein. Ich heute noch gar nicht. Nie los. Es ist nie los. Genau. Dann ist es drüben. Hat ein neues PlayStation-Spiel für sich entdecken, kann endlich die Gutscheine einlösen, die er zum Geburtstag bekommen hat und zu Weihnachten. Oder Nikolaus oder irgendwas. Halt rund um Weihnachten, ne? Und sein Geburtstag. Ja. Und ja. Mal gucken. Ich lese. Wo warst denn du gerade? Ja, da unten. Da unten im letzten Fach. Da, wo eigentlich mein Laminiergerät steht. Da guckt über der Popo raus. Ach, dieser Kater. Ich meine, ich habe eine Sprachnachricht nebenbei, also. Tja, quatsch gerade doppelt quasi. Teddy, du warst in der Kanonenkugel. Du hast nur Knete im Kopf. Oh nein. Wie kann man nur? Kann man nur. Oh, so, meine Notizen und Handy und weitermachen. Ah.